Hallo zusammen, ich bin wieder im Pool, es ist frisch, würde ich sagen, aber es scheint heute auch die Sonne, das heißt, es ist perfektes Wetter und heute kann ich mein Geburtstagsgeschenk ausprobieren, diese wunderbare Tauchmaske in Verbindung mit Actioncam. So, also schauen wir mal. Oh, das sieht so gut aus. Ich bin Kamerafrau heute. Ich darf heute hinter der Kamera stehen. Ja, und ich bin. Das ist total der wichtige Job. Die Sache ist die, ich habe keine Ahnung, ob das Ding überhaupt dicht ist wegen meinem Bart und so. Atmen kann ich, das ist schon mal nicht schlecht. So, dann wollen wir mal zukommen, ne? Kamera läuft, nein, Kamera läuft noch nicht. Kamera läuft. Ich hoffe jetzt. Und ins Wasser mit ihnen. Go for it. Yes. Oha. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Muss ich sofort an Findet Nemo denken. Also, sagen wir es mal so. Schnorcheln an der Oberfläche, überhaupt kein Problem. Sobald ich unter Wasser gehe, habe ich gerade gesehen, läuft das Wasser von oben rein. Das heißt, entweder habe ich sie noch nicht ideal aufgehabt oder sie ist einfach bei mir nicht so hundertprozentig dicht. Weil das Wasser kam von oben, also nicht da, wo mein Bart ist, wo ich es erwartet hätte, sondern von oben. Alles Gute kommt von oben, oder? Ja, das ist meine Denkerstirn wahrscheinlich. So. Wir probieren das nochmal. So, das ist ja auch eine Schnorchelmaske und keine Tauchmaske, ne? Ja, auf jeden Fall ist jetzt Wasser drin. Ja. Ich werde ertrinken. Es ist auch eine super Maske zum Einkaufen, haben wir heute festgestellt. Ja, absolut. Man könnte damit auch mal prima in Penny zum Einkaufen gehen. Schatz, man müsste dich jetzt auch sehen. Hm? Man müsste dich sehen. Man müsste mich sehen? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Stimmt, das wird ja hier gefilmt. Mit GoPro. So. Dann schnorchel noch mal ein bisschen rum. Ich will keine GoPro. Ja, ich weiß. Irgend so eine Actioncam halt. Made in China. Ich habe übrigens heute auch eine ganz wunderbare Leiter bekommen. Ist heute ganz frisch aufgebaut worden hier. Oh, jetzt schlägt er aber Wellen. Jawohl, also Schnorcheln funktioniert wunderbar. Wunderbar? Man versteht dich sogar, was du sagst. Ey! Du hast voll die Leiter weggeschnorchelt. Ja, also ich muss sagen, zum Schnorcheln ist sie ideal. Ich war jetzt gerade unter Wasser und habe vergessen, dass ich natürlich unter Wasser nicht weiteratmen kann. Das heißt, ich muss die Luft anhalten. Das kommt einem gar nicht so vor bei der Maske, weil zum Schnorcheln alleine, du kannst ja durch den Mund atmen und durch die Nase, also ganz normal. Nur sobald du mit dem Schnorchel hier oben, ist das der Schnorchel oder ist das die Kamera? Nein, das ist die Kamera. Schnorchel ist noch weiter hinten. So. Und wenn du mit dem unter Wasser bist, verschließt er sich mit einer Kugel und es kommt keine Luft mehr rein. Und dann kannst du natürlich auch unter Wasser nicht mehr atmen. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, aber ich krieg das hin. Puh, ich würde sagen, einen Tauchgang mache ich noch. Da, 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 da. Ihr seht, ein bisschen Wasser ist wieder eingedrungen, aber das kam dann, als ich halt blöd geatmet habe. Das Lustige ist, man kann auch unter Wasser reden. Also, ich weiß nur nicht, ob man das dann hört. Vielleicht ich bin ein bisschen verängstigt, wenn du so mit mir redest. Warum? Ich weiß nicht. So ein bisschen auch der Mann aus Atlantis hier. Schwimmer wie Patrick Duffy. Weißt du das noch? Der Mann aus Atlantis, komm. Ey! Ich
habe eine Kamera in der Hand. Ist deine. Okay, also. Jetzt habe ich es gerade anders gemacht. Und zwar habe ich quasi, bevor ich getaucht bin, Luft geholt, richtig. Und unter Wasser dann nicht geatmet. Punkt 1, die Maske ist dann dicht. Punkt 2, gibt's nicht. So, also funktioniert halt dann. Also es kommt kein Wasser rein. Das ist geil. Man muss halt erstmal schalten, weil dadurch, dass man in der Maske ganz normal, also während man schnorchelt, man kann sprechen. Das ist sehr geil. Ich muss mir jetzt noch irgendwie überlegen, wie ich da ein Mikrofon vielleicht reinbekomme. Das heißt eigentlich, ich muss mir auch so eine kaufen, oder? Ja, du musst das gleich mal probieren. Wenn wir das nächste Mal nach Ägypten, irgendwann, wenn wir mal wieder nach Ägypten können, zum Schnorcheln. Das ist geil. Du musst das gleich mal probieren, das machen wir gleich nochmal. So, dann kannst du das auch ausprobieren. Ich bin auf der Außenseite des Pools, aber jetzt ist Angie im Pool. Ja, und sie wird das jetzt auch mal testen. Weil es ist echt eine lustige Erfahrung. Ja, aber es fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut hört. Dieses Atmen in der Maske ist irgendwie seltsam. Aber ich probiere es mal, was man so sehen kann, nicht wahr? Okay. Bist du bereit, Maestro? Jetzt ist Wasser reingekommen. Du musst die höher schieben. Ja. Ist zu groß. Ja. Zieh mal aus. Die ist mir zu groß, da läuft Wasser am Rand rein. Die schließt am Rand einfach nicht richtig ab. Mein Gesicht ist zu klein dafür. Also ich gerade hier unten am Rand, die ist jetzt aber auch in Größe LXL, weil die habe ich ja für Till gekauft, deshalb hatte ich sie größer gekauft. Ich bräuchte die kleinere Variante in SM. SM. Dann würde das wahrscheinlich gut funktionieren. Wenn man die Maske festhält, habe ich jetzt gerade ausprobiert, wenn man taucht, wenn man schnorchelt, funktioniert es auch. Also wenn sie dann so ein Vakuum hat und so einen Druck, dann geht es auch. Aber ich glaube, an sich ist es eine ganz coole Sache. Man hat zumindest nichts im Mund. Das empfinde ich auch als ganz angenehm. Man muss aber erstmal, man muss es erstmal realisieren. Es dauert immer erstmal so ein paar Minuten und dann bist du so ein bisschen drin, ne? Aber so alles in allem finde ich es eigentlich ganz cool, oder? Ja, ich finde es auch mega. Also ich werde jetzt auch gleich nochmal eine Runde damit hier durch den Pool drehen. So, für unseren nächsten Urlaub, denke ich, werde ich mir auch eine besorgen, eine kleinere. Im Moment gibt es die ja überall. Genau. Also die ist jetzt auch von einem Discounter. Ja. Nicht wahr? Und Angie hat mir die ja geschenkt, wegen dem Mount für die Action Cam. Genau, das fand ich halt toll, weil ich erinnere mich noch gut an unserem letzten Urlaub in Ägypten. Da haben wir so eine ganz, ganz tolle Schnorcheltour gemacht, ne? Mhm. Und da hattest du halt immer diese Action Cam mit der Halterung in der Hand. Ja. Ne? Und das war doch irgendwie. Ja, ist auch zum Tauchen ungeil, ist ungünstig, weil, wenn du runtertauchen willst, brauchst du halt freie Arme, um wirklich runterzukommen. Und da kannst du halt in dem Moment keine Aufnahmen machen. Deshalb ist das eigentlich schon eine ziemlich coole Lösung. Du hast halt immer die Hände frei, um noch eine zweite Kamera zum Beispiel zu halten. Oh, was ich gute mir durchaus Idee. Auch vorstellen kann. Eine zweite Kamera. Jetzt habe ich dich auf Gedanken gebracht, ne? Für zwei Perspektiven. Am allergeilsten wäre es natürlich, ich hätte auch eine. Und wir können uns gegenseitig dann quasi beim Schnorcheln filmen und das dann in einem Film kombinieren. Also wir brauchen zwei Cams. Mann, ich werde arm. Gut, das soll es gewesen sein. Ihr seht, die Sonne geht weg. Ja, sie schiebt kommt sich gerade hinter eine Wolke. Es ist trotzdem geiles Wetter, wollen wir nicht sagen. Und wir genießen jetzt noch ein bisschen den schönen Sonntag. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video, wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Bis denn. Ciao.